Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zum Wochenstart, des Wochenauftakt-Webinar hier Montagmorgen pünktlich, ja mit einer Minute Verzögerung, 8.30 Uhr wollte ich gerade sagen, aber ich sehe gerade auf der Uhr, ist ein kurzes bisschen drüber, hoffentlich nicht ganz so schlimm. Was machen wir heute? Wie immer den Blick in den Wochenstart mit ein paar interessanten Handelsideen heute. Ich gucke gerade nochmal auf den Spickzettel. Wir haben das Cable an Bord, wir haben den S&P 500 und Neuseeland-Dollar, US-Dollar heute auf der Uhr. Alle, die Fragen haben und hier live dabei sind, bitte nicht scheuen, direkt in die Chats hineinschreiben, hier bei uns auf GoToWebinar bzw. im Facebook, je nachdem, auf welchem Kanal Sie uns beehren. Guten Morgen, Steffen. Guten Morgen, Lüdger. Bevor wir ins Webinar reingehen, wie immer der obligatorische Risikohinweis, die Dinge, die hier stehen, möchte ich Sie bitten, auch zur Kenntnis zu nehmen. Hier, Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Elena, guten Morgen. So, dann gehen wir weiter. Gleich ohne viel Zeit, ohne viel Federlesen mit den wichtigsten Tagesnachrichten, die wir heute so bekommen. Heute habe ich hier ein bisschen was auf der Uhr aus Großbritannien, aus den USA und etwas aus der Eurozone. Vielleicht die Eurozone unten zuerst. Heute haben wir mal wieder ein Treffen der Eurogruppe. Da gibt es immer verschiedene Themen, die besprechen. Und ich bin mir relativ sicher, ein Thema wird auf alle Fälle auch der Brexit sein. Schauen wir mal, was wir da an Nachrichten heute über den Ticker bekommen. Was gibt es sonst noch? Sie sehen es selbst in der hohen Relevanz. Das ist auch gut. Wir haben heute das britische Pfund mit auf der Uhr. Wir bekommen aus Großbritannien Informationen rund um das Bruttoinlandsprodukt und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. All das heute um 10 Uhr hier deutscher Zeit. Und dann gibt es am Nachmittag noch, wo ist die USA? Hier haben wir es. Na gut, das ist investing.com, der Goldindex, der S&P 500 Index. Das sind Informationen zu den Indizes bzw. zu den Rohstoffen, wie sich das Ganze entwickelt. Also das war es prinzipiell schon von den wichtigen Nachrichten hier am Tag, wie schon gesagt, aus Großbritannien noch das Thema Industrieproduktion und die Handelsbilanz. Also so wichtig ist heute am Nachmittag in den USA und in Europa nichts. Ich denke, die wichtigsten Daten, das ist das, was uns heute hier betrifft, wenn wir auch auf den britischen Aktienindex blicken, sind die Wirtschaftsdaten, die wir heute am Vormittag bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich direkt hier hinein in die Charts offen hier. Aktuell der Goldpreis. Warum habe ich den offen? Der ist ein bisschen heute außerhalb der eigenen Handelsideen, aber mir brennt es hier unter den Nägeln. Warum brennt es mir unter den Nägeln? Diejenigen, die hier öfter mal zuschauen, werden wissen, was ich hier auf dem Herzen habe. Wir haben vor kurzem über das Gold schon gesprochen. Hier ist noch das Handelsmuster drin, was wir drin gehabt haben, das Korrekturmuster hier innerhalb dieser Flagge. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, was hier am Freitag passiert ist. Wir haben den Schub nach oben bekommen. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes mal im Bereich der Education, der edukativen Dinge. Ich hatte hier am Freitag ein paar Sachen besprochen, wie wir oder wie ich persönlich mit dem Thema möglicher Fehlsignale umgehe und mir da sozusagen versuche, über eine gewisse Strategie etwas mehr Sicherheit reinzubringen, weil Fakt ist eins, diese Kerze, die wir hier sehen, die ist nach oben raus, die hat den Abwärtstrend sozusagen diesen Abwärtstrendkanal verlassen. Die zeigt uns an, für diejenigen, die die Charts soweit auch schon aus dem Tageschart lesen können, die untergeordneten Zeiteinheiten sehen, dass der untergeordnete Trend gebrochen ist. Das sieht man hier im Tageschart. Punkt, das ist es. Das heißt, diese Ausbruchkerze ist die Kerze. Damit geht der ein oder andere schon rein. Ich habe das früher auch so gemacht, aber ich fühle mich halt wohler mit einer Bestätigung. Und wie sieht so eine Bestätigung aus? Das ist ja das, was ich im Blog auch immer schreibe, jeden Morgen, wenn ich Handelssignale bekomme, wo ich auf Bestätigung warte, wir brauchen eine Fortsetzung. Und das ist das Interessante, was wir jetzt hier aus der Stunde heraus sehen. Da gucke ich nochmal ganz kurz mit Ihnen zusammen in die Stunde. Schaut, wir haben hier den gebildeten Aufwärtstrend, der ist jetzt da. Der war allerdings noch innerhalb der Verortung in diesem Abwärtstrend gebildet. Das heißt, der ist jetzt hier schon rausgekommen. Das sehen wir hier. Er ist entstanden und hat den übergeordneten Stundentrend nach oben hin verlassen. Das mache ich mal kurz etwas kleiner, dass man das gut sehen kann. Hier sehen wir Bewegungen und Korrekturen, die Schwünge. Hier in diesem Bereich sind wir reingegangen. Wir sind ausgebrochen über die ganze Geschichte. Und jetzt ist es halt das, was ich an Bewegung brauche. Ich brauche halt jetzt die Bewegung hier oben drüber. Ne? Wir sind hier oben reingelaufen in diesem Bereich. Das sehen wir hier relativ gut. Da sind wir dran. Wieder nach unten abgeprallt, genauso wie hier auch. Aber
Wenn jetzt eine Fortsetzung nach oben kommt, das wäre für mich die Bestätigung, dass der Markt wirklich nach oben möchte. Die ganz kurzfristigen Trader, die könnten ja sagen, hoppala, hier haben wir einen Aufwärtstrend im ganz kurzfristigen Bereich. Wir wollen jetzt nur bis hier oben hintreten, alles schick. Dann kann man diesen Trend natürlich nehmen. Hier unten die Umkehr in der Stunde sich anschauen, wenn wir da mal in die 5 Minuten reingehen. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht zu schnell durchs Thema, aber da sehen wir ja den aktuellen Trendverlauf nach unten. Wir sehen, dass hier der Markt so langsam, aber sicher nach oben trendet. Und wer sich dann sagt, okay, ich will jetzt diesen Aufwärtsschub hier, wenn der 5-Minuten-Trend weiter nach oben läuft, wenn er hier oben drüber geht, in den Aufwärtstrend der Stunde traden, der ist ja da, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Man sieht ja auch, wo Chart-Level liegen, wo der Markt ranlaufen kann und wo wir dann oben Gewinnmitnahmen planen können. Das ist ja alles ersichtlich. Von der Seite her hier im Gold aktuell wieder einen sehr, sehr schönen trendigen Markt, wo wir doch die Signale auf verschiedenen Zeitebenen auch bekommen können. Wie schon gesagt, diejenigen, die das Ganze hier im Blick haben, so wie ich es auch tue, auf der Tagesbasis, weil mir die große Richtung hier halt wichtig ist, die können das Ganze auf Tagesbasis betrachten. Und ich persönlich, Sie wissen, das handelt Woche, handelt hier die Stunde in den Tag hinein und da brauche ich halt noch die Bestätigung, dass es weiterläuft. Heißt also, auf Tagesbasis will ich dann sehen, dass der Markt hier das nach unten läuft und dann nach oben. Und da weiß ich, wenn er hier oben drüber läuft, setzt sich das Ganze fort und dann kann ich hier Stück für Stück etwas nach oben traden. Und wie schon gesagt, unsere Ziele auf der Oberseite sind ja identisch geblieben. Das heißt, wir haben hier ein paar Tageshochs liegen und hier dieses Hoch an dieser Stelle oben bei 1326. So, das schiebe ich jetzt mal eben beiseite, weil das waren jetzt nicht die primären Handelsideen für den heutigen Tag. Ich würde sagen, wir machen hier mal mit diesen Ideen weiter. Das Gold hat mir nur unter den Nägeln gebrannt, weil es halt etwas Aktuelles ist, was ich zusätzlich noch in der Vorbereitung von heute Morgen gesehen habe. Jetzt schauen wir mal in das Cable rein. Britisches Pfund, US-Dollar. Wir haben am Freitag, war es glaube ich, kurz drüber gesprochen. Nein, wir hatten am Donnerstag drüber gesprochen. Oder Freitag, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Wo wir diese große Außenstab, diesen großen Außenstab hier drüben gesehen haben, da hatte ich halt die Frage bekommen, wie das Ganze laufen kann. Und damals haben wir halt auch gesehen, okay, hier unten drinnen um die Marke von 1,283, da liegt hier eine Unterstützung. Hier sind wir drüben öfter mal reingelaufen, wieder hochgedreht. Und hier kam halt am Freitag auch innerhalb dieser Range, wenn man die mal etwas breiter zieht, also hier bitte nicht direkt auf den Punkt gehen, aber er ist halt hier runter gelaufen in diesem Bereich und hat dann direkt wieder hochgedreht. Und das ist jetzt interessant für diejenigen, die möglicherweise auch im Range Trading unterwegs sein wollen, beziehungsweise das größere Bild auch sehen, wenn man mal einfach davon abgeht, dass das, was wir jetzt hier sehen, eine korrektive Phase gewesen ist, die hier unten ihr Low gefunden hat und danach das Ganze nach oben gebracht hat und wir ordnen mal diesen Bereich hier unten ein, dann haben wir jetzt hier die Situation, dass wir weit, weit runter in die Korrektur reingelaufen sind und der Markt jetzt wieder nach oben läuft. Das ist aktuell die Sache. Das heißt, wir schwanken jetzt momentan innerhalb dieses Außenstabes hinterher. Da gibt es immer mal so ein paar Verwerfungen, aber interessant ist es trotzdem, die ganze Sache auf dem Schirm zu haben, weil was jetzt hier natürlich passieren kann, ist, dass der Markt entweder von hier aus wieder nach unten läuft, hier in diese Richtung rein, oder aber er dreht hier irgendwann rum und läuft dann nach oben. Das heißt, das ist jetzt definitiv auch für diejenigen, die das Ganze auf die Watchlist legen wollen, eine interessante Sache, weil wir haben hier so einen leichten, na, ich will jetzt nicht sagen Boden drin, aber wenn wir uns das gleich mit einer Stunde angucken, da werden wir halt sehen, dass das hier so ein Bereich ist. Hier hat der Markt gehalten, hier drüben hat er auch wieder gehalten. Und wenn es jetzt bricht, dann wäre das erste Mal hier das Thema Fortsetzung nach unten. Das heißt, wir laufen wieder unten rein. Das, was wir jetzt hier sehen, ich hoffe, das kann man durch meine skizzenhafte Grafik sehen. Was ich hier mache, ist, dass wir haben hier eine Bewegung gehabt, eine Korrektur auf Stundenbasis. Dann lief das Ganze hier runter in diesem Bereich. Also wir haben jetzt hier weiterhin noch die Abwärtsrichtung da. Hier ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Aber wenn die getroffen wird, dann kann die nachhaltig kommen. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist dann einmal auf die Unterseite zu sehen. Da spielt hier diese Marke um die 1,283 natürlich selbsttretend eine große Rolle. Wird die ganze gebrochen, dann ist hier natürlich nach unten hin der Weg weiter offen. Interessante Marken haben wir dann selbsttretend liegen. Das, was wir im Chart auch sehen, das heißt hier diesen Bereich, den wir hier unten haben, ich lege da mal ganz kurz ein Preislabel mit dran. Das heißt, dieser Bereich hier unten um die Marke von, was haben wir dann, 1,2705 hier in diesem Bereich. Hier gab es sogar den Peak noch unten drunter. Hochvolatil, gleich wieder hochgegangen. Gekauft. Ja, und dann haben wir das ganze Spiel hier unten. Also wir haben, wenn wir es brechen, viel, viel Spiel nach unten, wo der Markt deutlich reinlaufen kann. Wir haben allerdings auch auf der Oberseite einiges am Potenzial, wenn der Markt sich doch entscheidet, dieses Hin und Her, die Spiele hier nach oben hin zu verlassen, über die Marke von 1,29962, was das Peak, das Hoch dieser Außenkerze hier ist, dann haben wir nach oben hin die Marke offen hier, die Marken um die 1,305 bzw. hier drüben die 1,31039. Das sind die Marken, die wir
wir hier drinnen liegen haben. Und wir schauen ja auch gleich nochmal in die kleinere Zeiteinheit, in die Stunde. Mache ich mal kurz den Markt etwas klein. Und hier sehen wir, was ich damit gemeint habe. Wir haben jetzt hier entsprechend den ersten Schub gehabt, der hier über diesen Hochbereich drüber gelaufen ist. Wir sehen das hier. Hier hatten wir ja das Korrekturhoch vom Abwärtstrend hier. Dieser Bereich, das war das Korrekturhoch. Heißt also, hier haben wir den Abwärtstrend mit dieser Kerze erst einmal gebrochen, mit diesem Schub nach oben raus, mit dieser Tageskerze. Jetzt trendet der Markt hier schon leicht wieder nach unten, aber hier ist jetzt halt die Frage, was ergibt sich weiter? Läuft da runter und dreht dann irgendwann wieder mit nach oben? Das ist dann halt eine Entscheidung, die der Markt uns abnehmen wird. Dann haben wir das Potenzial eher zur Oberseite. Sehen wir allerdings das, was wir momentan haben, dass der Markt hier hochgelaufen ist. Ich skizziere das mal eben auch wieder an. Und jetzt halt merklich einen Abwärtstrend bildet und die ganze Geschichte mit nach unten bringt. Ja, das ist dann natürlich eher die Geschichte, dass man sagt, okay, jetzt läuft es eher wieder runter. Und jetzt kommt es halt darauf an, welchen Zeithorizont man traden möchte. Heißt also prinzipiell zu sagen, hier das Bewegung, Korrektur, Bewegung, jetzt kurz raus und jetzt wieder einen Abwärtstrend. Dann haben wir halt die Geschichte hier auf dem Schirm, dass der Markt eher die Tendenz nach unten mitläuft. Und da können wir hier den nächsten Anlaufpunkt, wie schon gesagt, auf der Unterseite sehen, bei 1,28 hier, wo wir diesen Korrekturpunkt haben, den ich hier markiert habe im Stundenchart, beziehungsweise hier die 1,28,3. Das sind hier wichtige Marken, also hier 1,28,5 beziehungsweise hier die 1,28,3. Erstmal kurzfristig auf der Latte nach unten. Da ist ja im kurzfristigen Bereich auch wieder einiges an Potenzial hier mit da. Gut, das also zum britischen Pfund US-Dollar. Jetzt schauen wir mal noch in den S&P 500 rein. Übrigens, das ein Thema für diese Woche Freitag. Das kündige ich jetzt an diesen Momenten schon mal mit an. Wir werden am Freitag in den edukativen Part einfach mal reinschauen. Wie hat sich denn unsere, sage ich mal, Planung, die wir am Jahresende gemacht haben für den S&P 500 und für den DAX, wie hat sich das Ganze denn weiterentwickelt, wo stehen wir heute, wie ist der Plan hier, den wir gemacht haben in seinem Fortgang, all das schauen wir dann an in aller Ruhe am Freitag. So, jetzt wechseln wir den Chart, wir gehen jetzt in den S&P 500 rein, hier US 500, das Signal oder das Symbol. Ja, hier ist was Interessantes im Gange. Ich hatte in der kleinen Vorabrede zum dem Blog-Eintrag beziehungsweise im obersten Teil, wo ich kurz immer zusammenfasse, ja geschrieben, dass es bei den Indizes interessante Freitagskursbewegungen gab, die interessante Kerzen in den Charts hinterlassen haben. Und das ist etwas, das sehen wir hier jetzt beispielsweise auch im S&P 500. Wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier nehmen, der nach oben gelaufen ist, dann hatten wir hier am Freitag die Situation, dass die Kerze hier unten reingestoßen ist in dieses Ausbruchslevel, was wir hier haben. Das war auch ein interessanter Bereich im Stunden. Chart, da sind wir in einem der letzten Webinare ja auch schon mal darauf eingegangen, hier untergeordnet diese Aufwärtstrendbildung, beziehungsweise hier, das ist ja dann in diesem großen grünen Trend, der hauptgebende Trend in diesem Beispiel jetzt, da ist der Markt halt drüber gelaufen. Interessanter Bereich, nicht 1,26, sondern die 2675 Punkte Marke hier ist der Markt am Freitag rangelaufen, nicht ganz rein. Wir hatten das Low bei 2681 und danach hier richtig schön nach oben gedreht. Das ist eine Hammerkerze, die von der Verortung her bei einer Bestätigung durchaus das Zeug hat, die Märkte weiter mit nach oben zu bringen. Ich sage mit Absicht, sie hat durchaus das Zeug, weil das Ganze muss natürlich bestätigt werden. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn das Ganze läuft mit Blick nach oben, wenn wir dann hier über die 2739, was das Hoch hier drüben gewesen ist, drüber hinauslaufen, dann setzt sich dieser Aufwärtstrend halt fort und dann haben wir schon die Möglichkeit, hier oben reinzulaufen in Richtung der 2800-Punkte-Marke. Wir wissen es ja aus der Historie, da gab es hier dieses breite Band an Widerstand, wo wir hier oben diese fallenden Hochpunkte gesehen haben. Da können wir dann durchaus auch reinlaufen. Und wer das Ganze hier mal mit dem Thema Measured Move auch ausrechnen möchte, beziehungsweise aufzeigen möchte, wenn man das jetzt hier als Korrekturlevel beispielsweise mal nimmt und der Markt tatsächlich jetzt oben rauslaufen sollte, dann hätten wir halt hier runter von hier bis ungefähr hier die korrektive Phase gehabt und dann das Ganze oben drauf zu setzen. Und dann sieht man mal, wo man entsprechend auch hinläuft. Das heißt, wenn wir das Ganze hier als Punkt mal oben aufnehmen, und dann haben wir eine gute Planung, wo der Markt reinlaufen könnte. Und dann sieht man mal, dass wenn dieser Measured Move, das ist eine Über-den-Daumen-Methode, da habe ich auch gerade im aktuellen Traders-Magazin einen Artikel zu abgegeben,
was das Thema Measured Move anging. Das ist eine ganz grobe über den Daumen Regel. Und da sehen wir mal, was an Potenzial zumindest da ist. Wenn sich das jetzt von hier aus schon bestätigt, dann liegen wir nämlich hier oben drinnen. Und das ist dann natürlich sehr, sehr interessant mit Blick zur Unterseite. Wenn das Ganze hier nicht hält, wenn der Markt dann doch wieder runterfällt unter die 2675-Punkte-Marke, Olaf, guten Morgen, dann haben wir Potenzial zur Unterseite hin. Das Potenzial ergibt sich zum einen aus meiner Sicht aus diesem Trendverlauf, den wir hier sehen, also dem Bewegungstrend, den wir haben, hier unten die Marke von ungefähr 2630 Punkte, beziehungsweise dann haben wir hier noch das Korrekturtief des aktuell übergeordneten Trends bei 2612, also die 2600 Punkte Marke hier unten, die kann da schon eine Rolle spielen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch im Stundenchart an. Ich nehme mal ganz kurz diesen Measured Move für die Zielplanung hier raus. So. Also Sie sehen, das ist eine ganz grobe, einfache über den Daumen Methode, aber sie funktioniert doch relativ häufig, nicht immer, aber häufig, und da kann man grobe Marken auch mal sehen, wo man hier auch in den Markt reinlaufen kann. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an, und in der Stunde sehen wir halt genau das, was ich immer so liebe an Handelssignalen. Da fange ich jedes Mal an zu schwärmen, weil das ist genau, ja, das, mit dem ich persönlich immer und immer wieder Geld verdiene. Und zwar sind das hier die Situationen, wenn wir hier einen Trend in Entstehung haben. Das heißt, hier diejenigen, die das Ganze auch auf Trendbasis mit anschauen, wir haben jetzt hier, das hier ist der Korrekturtrend, den wir in dem Tageschart gesehen haben, der ist jetzt durch eine starke Bewegung erst einmal gebrochen worden. Übrigens, da ist auch einer der Punkte, die sehe ich immer wieder in den Coachings. Hier passieren die meisten Fehler. Hier gehen viele schon rein mit diesem Bruch nach oben, mit diesem Schub nach oben. Und wenn es dann nach unten geht, dann läuft die Position natürlich ins Minus, weil das war jetzt nur ein Bruch und dann läuft der Markt doch wieder runter. Und das ist halt der Grund, weshalb ich warte, bis hier in diesem Moment, in diesem Szenario hier, bis ein Trend entstanden ist. Und dann kann ich direkt mit Trenderöffnung meine Position, also mit Trendentstehung, direkt meine Position öffnen. Das heißt, wir haben jetzt hier oben, sehen wir, die erste Bewegung gehabt. Die hat diesen Abwärtstrend hier drüben rausgenommen. Hier, ich mache mal ganz kurz die Marke rein. Ich glaube, jetzt ist es grün, aber ist wurscht. Hier oben drüber sind wir drüber gelaufen, technisch das ganze Ding gebrochen, dann läuft es runter jetzt. Und wenn wir jetzt hier, egal von welcher Stelle aus, flach wäre mir natürlich lieber, aber kann ja auch noch tiefer laufen, wenn wir dann hier oben drüber laufen, das ist dann der Punkt, an dem zeigt uns der Markt, jetzt gibt es in der Stunde wieder einen Aufwärtstrend, und dann können wir diesen jungen Aufwärtstrend zum Handel nach oben hin nehmen. Wir können uns unter dem Event absichern, das heißt, je nachdem, wo hier technischerseits das Ende befindet, kann man sein Risiko entsprechend auch bestimmen, und dann geht die Post nach oben ab, wenn der Markt hier weiterläuft. Und das ist genau das, was uns der S&P 500 hier momentan zu sagen versucht. Und jetzt warte ich einfach nur ab, was passiert, läuft er drüber oder nicht. Und wenn ja, dann haben wir hier sehr, sehr schön das Signal vom Markt, wo wir reingehen können. Also diejenigen, die bei mir auch in Ausbildung dabei waren, ihr wisst, was ihr jetzt hier zu tun habt, wenn ihr das Setup entsprechend traden wollt. Also das ist wirklich eins zu eins das, was wir hier im Ausbildungsbereich miteinander besprochen haben. So, nun zurück in die Charts hier. Wie schon gesagt, das ist die Grundidee für den S&P 500. Wie schon gesagt, nach unten hin kann das ganze Ding natürlich auch wieder umfallen, wenn das ein sogenannter Fake-Ausbruch war, das heißt der Fake-Schub nach oben. Wir hatten es ja gesprochen, Fehlsignal. Dann ist das Ganze natürlich erst einmal hinfällig und wir müssen uns der Unterseite mit widmen. Und da haben wir die Punkte ja auch angesprochen. Damit wechseln wir jetzt in den Währungsbereich. Wir haben jetzt hier den Neuseeland-Dollar, US-Dollar, auch was sehr, sehr Schickes, was wir hier haben. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz auf die Historie auch eingehen hier. Wir hatten schon einige Male Neuseeland-Dollar besprochen, in anderen Währungen sah das ja auch ähnlich aus. Wir sehen halt hier in der Historie des Charts, wo interessante Anlaufmarken waren, und das sind halt Punkte, wo Korrekturhändler hier beziehungsweise wo die Trendhändler von diesem Abwärtstrend ihre Absicherungsorders teilweise hinlegen, und wenn die da tatsächlich liegen, dann kommen die natürlich mit Nachfrage ran und springen Schub in so eine Bewegung rein. Das haben wir hier gesehen. Irgendwann hier oben ist es ausgelaufen, da kam nichts mehr. Hier oben war halt ein Widerstandsbereich, wo die Luft dünne geworden ist. Das haben wir ja hier drüben gesehen. Jetzt hier schon wieder. Aber was haben wir hier? Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, der aktuell sehr, sehr tief in seiner Korrektur steht. Korrekturtief haben wir hier unten, das Trendtief aktuell bei 0,67. Wenn er unten drunter durchfällt, ganz klar, dann ist dieser Aufwärtstrend gebrochen. Da müssen wir den Kontext ändern. Aber Freitag hat der Markt hier halt mit einer Unsicherheitskerze aufgewartet und hier wieder genau dasselbe geniale Spiel. Ich werde da nicht müde, das immer wieder zu sagen. Die Stunde zeigt uns hier ganz klar, schau mal rein, ich laufe möglicherweise bald wieder nach oben. Warum? Weil der Abwärtstrend hier gebrochen ist. Ist sehr, sehr schön im Kerzenbild zu erkennen. Wir schauen das Ganze mal in der Stunde an.
der Markt, der will hier hoch, der ist hier leicht drüber gedutzt, oben drüber. Das ist jetzt für mich jetzt nichts, wo ich so den Megabullen raushole, aber wir sehen es halt hier rein technisch. Rein nach Lehrbuch sind wir halt hier übers letzte Korrekturhoch drüber gelaufen, wenn auch nur ein Deut. Aber, und das ist wieder der Punkt, es ist noch nicht bestätigt. Wir haben jetzt hier untergeordnet zwar einen Aufwärtstrend am Laufen. Ich zeichne den entsprechend hier einfach einmal ein mit seinen Bewegungen und Korrekturen. Also ist ja bis jetzt nicht viel gelaufen, aber es ist was da. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir das Ganze als Bestätigung nach oben bekommen. Das heißt, wir sehen ja hier ganz klar, er ist hier oben drüber gegangen. Hier, wo das Korrekturhoch war, technisch ist die Bestätigung da. Jetzt kommt Zeit drauf an, wir müssen wieder nach oben laufen. Der kann hier unten ein bisschen was an Korrektur machen, er kann ein bisschen runter korrigieren an dieser Marke unten ran. Das wäre jetzt aus rein, sage ich mal, technischer Sicht nicht unbedingt ein Problem. Das heißt, wir haben ja hier unten um die Marke von 0,6755 das Tief. Aktuell, er könnte aber auch ohne Probleme bis hier runter laufen. Das wäre alles kein Beinbruch. Der kann das testen. Da bleibt dieser Aufwärtstrend auch vorhanden. Was wir aber unbedingt brauchen, ist, wir brauchen eine Fortsetzung von diesem Trend. Das wäre dann ein Symbolcharakter, wo wir sagen können, jetzt geht's hoch. Da läuft der Markt nach oben und wenn er das dann tut, dann hat er natürlich einiges an Potenzial zur Oberseite, weil wenn man davon ausgeht, dass wir von unten rauskommen und diesen Trend nach oben hin fortsetzen und möglicherweise nicht hier drüber laufen, aber in die Richtung ranlaufen, dann haben wir ja jetzt hier an dieser Stelle einen Punkt, wo wir uns sehr eng absichern können, aber nach oben hin sehr, sehr, sehr viel Potenzial haben. Thema CRV, Potenzial ist da. Wir haben zwar keine Ahnung, ob er das Potenzial ausreizt und wie weit er es ausreizt, aber wir haben immerhin die Umkehrsituation jetzt mal angedeutet, dass sie da ist und damit die Chance, dass der Markt doch deutlich hier nach oben laufen kann. Und das ist natürlich der wichtige Punkt. Also wir müssen hier oben drüber, damit sich der Aufwärtstrend in der Stunde fortsetzt und dann haben wir das Potenzial hier in den Tagen ein ganzes Stück nach oben mit reinzulaufen, weil der Markt uns ja hier massiv nach unten gebracht hat und eine sehr, sehr tiefe Korrektur hat. Wie schon gesagt, kommt es gar nicht erst dazu, dass der Markt das Ganze fortsetzt oder setzt er das Potenzial nicht aus. Die Unterseite ist ganz klar. Hier nächstes Support-Level. Wenn das gebrochen wird, dann müssen wir uns definitiv nach unten orientieren. Dann haben wir hier das Tief, was wir im Januar gesehen haben, bei 0,65671. Da ist der Weg frei, da ist der Weg offen. Ja, hier gibt es etwas an Tagestief, aber im mittelfristigen Bild ist das da. Und wenn das Teil bricht, was haben wir dann? Hier oben ein Hoch, hier ein tieferes Hoch, hier ein Tief. Wenn es bricht, ein tieferes Tief. Astreiner Abwärtstrend, dann auf Wochenbasis. Das stellt uns dann vor ganz andere Möglichkeiten. Also, das zu den heutigen Handelsideen. Ich sehe gerade keine Fragen in den Chats. An der Stelle sage ich ganz, ganz lieben Dank für die Zeit am Montagmorgen. Allen einen guten Start in die Woche, tolle Trades am Montag und wir hören und sehen uns dann morgen früh wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute, ihr Max Seidel. Tschüss.